Ahoi, Jammers, willkommen zurück bei Default to Edge. Ihr wolltet was machen. Die Frage ist, an welchem Tag wollt ihr dieses Frau Weiß ansprechen? Erst nachdem wir die Klamotten besorgt haben und nachdem Momonga seinen Lebenslauf auswendig gelernt hat, also genau, also frühestens in zwei Tagen. Läuft und ich Chemie lerne, gehen Creed und Take wahrscheinlich shoppen. Und guck mal, dass dem irgendwie genau. Anzug und eine Uhr wir bräuchten ein Momongas Maus irgendwie. Zumindest so halbwegs. Genau. Da ich ja eh meistens legere so Blaze. Ich bist ja auch einen, kann ich euch die Maße ja geben. Genau. Ja. Ja, und Dr. Strange, du hast ja so ein bisschen jetzt die Tabelle offen, was so akzeptabel ist. Was würdest du vorschlagen? Ich würde vorschlagen, wir holen uns ein Berwick oder Berwick Suit von Mortimer of London. Der ist mit einer Availability von 9 relativ verbreitet und ja. Kostenpunkt? 2600 Nuyen. Bitte wie viel? 2600 Nuyen. Das geht ja noch. Also, Momonga, 2600 vorstrecken. Müsstet halt noch würfeln, um zu wissen, wie lange ihr braucht, um das zu erhalten. Ja, gut. Die kann man nicht einfach irgendwie kaufen? Ach nee, es hat eine Availability, ne? Ja. Also, es gibt, ihr werdet es finden, das ist kein Problem. Die Frage ist nur, wie lange braucht es, bis es geliefert werden kann? Das kann man bestimmt über Internet, also über Matrix, bestimmt auch bestellen. Ja, trotzdem, es gibt da halt die Regeln für. Okay. Ja. Kaufen von Ausrechnern, Ausrüstung. Man kann ja in der Matrix nachschauen, wie lang die Lieferzeit wäre und dann einfach mal selber. Und wenn es zu lang wäre, einfach selber mal auf die Jagd gehen, ne? Stranger, willst du da mal kurz nachschauen, wie lange es dauern wird? Ja, kann ich machen. So, wie viel Geld war das? Aber eigentlich, 2, wie gesagt, man muss normalerweise echt die Verfügbarkeitsprobe dafür würfeln. Ja, also das ja, ist ja so folgendes. So. Diese Verfügbarkeitsprobe, ich habe es gerade nachgeschlagen, das ist für Schwarzmarktwaren, was hier jetzt nicht der Fall ist, aber da der Berwick-Anzug spezifisch die maßgeschneiderte Eigenschaft hat, werde ich euch trotzdem hier drauf würfeln lassen, aber es ist bei 2000 irgendwas, sind das maximal 2 Tage Lieferzeit. Ja, also sind das wahrscheinlich um die 2 Tage Lieferzeit. Kurze Frage, welches Datum hatten wir nochmal? Ihr beginnt am 14. Ich würde euch das auch am 14. noch kaufen lassen in den ganzen Vorbereitungen. Es war relativ früh morgens 14, das. 14. 8. August. Ja, okay, dann passt das dann, wenn das 2 Tage Lieferzeit hat. Ja, ihr müsst halt 2 Tage braucht man morgen, ja. Also wir können etwa würfeln, könnt ihr das, glaube ich, auch verkürzen? Ich schau gerade, Moment. Ja, also das lässt sich auch durchaus verkürzen, wenn die Probe gut gelingt. Oder ihr nehmt einfach die 2 Tage und sagt, wir akzeptieren das jetzt so. Ich würde euch schon gerne würfeln lassen. Aber? Also das wäre Etikett und Charisma, was man dafür würfelt. Nee, nicht mal. Das ist Verhandeln und Charisma. Ich glaube, da wäre Momongo wieder am besten, weil ich habe insgesamt 6 Würfel auf Negotiation. Da es ja mein Anzug ist und ich hier Geld ausgebe, kann ich dafür auch gut würfeln. Mhm. Oder nicht so gut. Und Herr Dem, wir würden ihm noch gern so ein Imitat von einer teuren Uhr, ein gutes Imitat von einer teuren Uhr besorgen. Hä, ich habe ich das falsch abgezogen? Warte. Ja, ich habe nicht auf Enter gedrückt, ich habe immer noch die Wundpenalty drin. Dann würfel's nochmal. Und Creed, du kannst da auch als Teamwork-Test mithelfen. Also ich muss meine 6 Würfel dann einfach würfeln. Ja. Jo, ne? 4 Erfolge. Das heißt, ich bekomme jetzt plus 4 drauf, richtig? Ja. Plus 4, genau. Da du 5 in Verhandeln hast, kriegst du bis zu plus, ja, kriegst du was drauf. Okay, ja, 4 Erfolge. Kann ich auch alle werten. Ja. Also, ihr könnt da in, ich glaube, Gießen war eine nahegelegene Stadt, findet ihr einen Kleidungshändler, der das im Angebot hat. Der nimmt dann entsprechend Momongas Maße. Gibt euch noch Bescheid, okay, er hat das bis morgen entsprechend angepasst.
könnt ihr den Anzug morgen abholen. Okay. Und wie gesagt, so ein Imitat von einer teuren Uhr, die halt nicht auf den ersten oder zweiten Blick als Imitat erkennbar ist, weil man muss ja nicht unnötig Kohle ausgeben. Die gute gefakte Rolex aus dem Kaukasus. Also Tschechei. Auf der anderen Seite könnte man auch mal 1000 Rubien für eine echte Rolex locker machen. Oder auch... wir kriegen sehr viele Geld für den Vertrag. Stimmt eigentlich. Und die können wir vielleicht bestimmt nochmal benutzen. Stimmt, dann machen wir eine echte draus. Ich sehe mein Geld verbrennen. Ja, besser Geld als Edge. Auf und du kriegst eben Teil auf und das fällt unter Spesen, das wird dann auch abgerechnet. Das fällt unter Spesen und wir verteilen das an Kosten. Das kannst du ja. Wie gesagt, wir kriegen mehrere 100.000 Nullien für diesen Auftrag. Da können wir mal ein bisschen Spesen auch raushauen. Du kannst es ja aufschreiben, dann wird es dann auch geteilt. Also, du kannst dir deinen Berwick-Suit kaufen. Ihr könnt euch eine teure Uhr kaufen. Die teure Uhr wird dir dann. Wenn ihr eine echte Uhr kauft, ist das ohne größere Probleme, da lasse ich euch nicht drauf würfeln. Das wird dir dann einen +1-Bonus nachher im Gespräch mit ihr geben. Die Rolex oder die Uhr kostet 1000, gell? Ja. Was die kostet. Ja, 1000 Credits für eine teure Uhr. Sollte in Ordnung gehen? Ja. Ich kann ja mal schauen, ob es in Straßenläufer hinten in der Tabelle Uhren. Schattenläufer, nicht Straßenläufer. Vielleicht gibt es auch einfach irgendwo die, irgendwie vielleicht die Eintragkategorie Accessoire. Okay, eine sehr gute Uhr kostet 200 Nuyen. Also so ein Protzding zum Angeben wird dann für 1000 zu haben sein. Ja, das ist dann so dem richtige. Also wenn ihr 1000 Nuyen für eine Uhr ausgibt, würde ich euch dafür sogar einen +2 Bonus geben. Auf nachher. Passt. Ja, passt nicht mehr. Ja, das ist dann wirklich eine richtig teure Uhr. Das ist ja nicht nur sehr gut, sondern das ist absurd gut. Das ist High-End-Luxus-Wegwerfuhren-Gedöns. Für 1000 Yen. Das sind dann praktisch so Diamanten in Cocktailkirschengröße auf der Zwiebel. Ein großer Diamantring würde euch schon 5000 Yen kosten. Das heißt. Ja, jetzt wenn wir so mal. Ein paar kleinere Edelsteine rundherum um das Ziffernblatt Katz und es hat auch ein goldenes Armband, ein goldenes Armband. Und ja, und es gibt euch, das könnt ihr euch kaufen. Findet ihr in irgendeinem Luxusschuppen. Wenn ich ein besserer Spielleiter wäre, würde ich mir jetzt spontan einen Laden ausdenken und euch das durchrollen spielen lassen. Bin ich aber nicht, deswegen werde ich das sein lassen. Weil das am Ende nur grausig werden würde. Ihr habt jetzt diese super teure Uhr. Macht nix, Sportzeit. So, Momonga, funkt die Alte an. Ja, dann würde ich mal versuchen, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Das macht ihr dann am 16. Ja, sobald er seine Vita auswendig gelernt hat. Wann ist der Wettkampf nochmal? Am 19. Am 19. Ah, passt. Dr. Stranger, du hast mittlerweile, glaube ich, unserem Auftraggeber Bescheid gegeben, denke ich mal, oder? Ja. Ja, also ich habe gesagt, wir haben aus für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfahren, das Thema der Überraschungsrunde lautet Auflauf und die 6 möglichen Juroren sind der Herr Seiler, der Herr Dimitri, Steffen Seiler, Adrian Dimitrios, Gina Maria plus die 3 anderen Namen, die da noch zugehören. Ja, das damit sollte er sich hoffentlich adäquat vorbereiten können. Nun, das sind ja ganz schön viele Juroren. Näher einzugrenzen ließ sich das nicht, denn je nachdem, welcher Kombination die vorkommen kann, das kann sonst schon ganz schön unterschiedlich werden. Ich freue mich über die Infos, aber wenn es noch genauer wäre, wäre es natürlich noch besser. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das ist leider auch der Stand der Planung. Das ist... Der Stand, der in dem Dokument drin war. Das ist nicht zwangsläufig auch der Stand der Planung. Also es kann sein. Okay, gut. Das ist der Stand, der mir im Moment vorliegt. Gut, dann nehme ich das dankend an. So, also Momonga, leg los. Ja, also ich würde die dann halt anfunken. Du willst Marian Weiß anrufen. Jo. Okay, kurz und vorher die Fragen an euch. Wie heißt euer fiktiver Laden? Tom Tucker, Nutisoy and Molecular Kitchen Supplies. Weißt du, was wir vorher empfohlen? Wir sollten vielleicht auch eine Internetseite oder irgendwas sowas noch vollstellen. Das war bei der Forgery
beim Forgery-Test sehen, ob du Trencher vorhin gewürfelt hast. Alles mit dabei. Ah, okay, sehr gut. Ah, okay, dann. Tom Tucker, Nutrisoy, etc. Genauso heißt das Teil. Genau. Nee, die Firma ist GmbH und Coca. Ich habe mir einfach nur etc. aufgeschrieben, das reicht schon. Du rufst sie an. Über die Büronummer, die auf der Website der Schule steht. Es klingelt einen Moment. Marianne Weiß, Gastronomie- und Gourmet-Schule Eberhardsfinger. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Tom Tucker mein Name. Von der Nutrisoy und Molecular Kitchen Supply OHG. Mit Freuden konnte ich die erste Runde Ihres Turniers begutachten und würde mich dann auch gern vielleicht als Sponsor für diese Schule mit einklinken. Ich bin CMO. Ah, das freut mich, dass Ihnen das Können unserer Studenten gefallen hat. Sponsoren können wir natürlich immer gebrauchen. Nutrisoy, sagen Sie. Das ist jetzt natürlich... Genau, und weitere Substanzien, die für die Molekularküche verwendet werden. Unter anderem Chemikalien, Agar-Agar und andere Verbrauchsmaterial. Ja, das ist jetzt in der Regel nichts, was wir sehr häufig haben, und wir haben prinzipiell schon einen Versorger dafür, aber Vergleichen von Konkurrenz belebt ja das Geschäft, wie man sagt. Wir können uns da gerne einen Termin ausarbeiten. Lass uns mal kurz schauen, wie mein Terminplan ist. Wie sähe denn Ihr Terminplan aus, dass man sich mal treffen und das alles in Person besprechen könnte? Also ich bin die nächsten 2 Tage noch hier in der Stadt. Also heute und morgen bin ich noch in der Stadt, aber danach habe ich noch leider einen wichtigen Termin unten in Stuttgart und muss dann schon wieder weiter. Deswegen würde es mir doch sehr zugehen, wenn wir uns die nächsten Tage oder heute oder morgen noch treffen könnten. Wunderbar. Einen Moment. Du hörst das Rascheln von Papier, was ein bisschen seltsam ist. Wer hat heutzutage noch Papierkalender? Morgen. Ja, da hätte ich noch einen Termin um 15 Uhr frei. Würde das Ihnen recht sein? Selbstverständlich, meine Liebe. Wunderbar. Dann kommen Sie doch einfach bei mir im Büro vorbei. Die Person am Empfang werden, das Sekretariat wird dann Bescheid wissen und Sie zu mir durchleiten. Ich freue mich dann schon auf unser Gespräch morgen. Ebenso. Klick. Gut. Dann für das finale Gespräch würde ich mir gerne noch ein bisschen was überlegen und mir mehr Gedanken über Sie machen. Deswegen würde ich dich an der Stelle schon mal befreien, da du ja gleich weg müsstest. Die 10 Minuten kannst du ja noch mit den anderen reden, mitplanen. Aber wie gesagt, das Gespräch würde ich gerne auf die nächste Session verschieben. Also ich denke, das ist da mal gut, wenn wir Zeit haben. Das ist gut. Das Intelligenteste wäre dann, wenn man morgen oder heute noch diese Sachen einkaufen würden, also dieses Nutrisoy und diese Chemikalien, dass wir die für morgen oder spätestens übermorgen schon bereit haben. Ja. Und dann, dann schauen wir mal. Also gehen wir heute mal schnell auf Einkaufstour, würde ich sagen. Hm? Mhm. Also ich schnapp mal Dr. Strange und Telk. Momonga lass mal vom Spiegel nur ein bisschen seine Gestik proben. Gestik und Mimik. Ich darf dann wahrscheinlich die Einkaufstüten schleppen. Nö, warum? Wir fahren mit dem Auto, würde ich sagen. Hm. Also, ich glaube, morgen, Dr. Stranger, müsstest du fertig sein mit deinem Lernen, oder? Ja. Dann habe ich deinen Online-Kurs quasi abgeschlossen. Dann mache ich das. Ja, also es wäre dann morgen früh, dass du fertig bist mit Lernen. Ja. Beziehungsweise heute Abend und ab morgen kannst du dann mit dem Skill effektiv arbeiten. Weil du am 14. früh morgens angefangen hast zu arbeiten, dann 14., 15., 16. und dann bist du am 16. abends fertig. Dann würde ich sagen, dann schauen Stranger, ich und Turk und ich, was man da so für Chemikalien normalerweise nutzt bei den ganzen Spaß, würden dann welche kaufen. Qualitativ schon annehmbar gut, also in den letzten Schrott. Muss ich nicht direkt irgendwie bei einer Qualitätskontrolle aufholen. Und dann, wäre das so mal das erste Ziel, würde ich sagen. Ja, dass wir quasi die Ware zusammenstellen, die der Sponsor dann vorbeibringt. Ja, dann mal so
so 5 Päckchen oder 5 Kilo Nutrisoy vielleicht kaufen. Ja. Und dann fahr von diesen Chemikalien. So ein 10 verschiedene Chemikalien, ich weiß auch nicht. Da wird es bestimmt Informationen drüber geben, wie viele Chemikalien das da gibt und was für Varianten. Also, was wollt ihr denn jetzt ganz genau spezifisch machen? Wir wollen die Lieferung zusammenstellen, die unser gefälschter Sponsor dann an die Schule bringen wird. Beziehungsweise, ich muss ja mit dabei sein, weil ich glaube, Momonga ist relativ bescheiden im Beschlossgang. Wenn ja, im Schloss dran sind. Ich muss mit dabei sein, weil ich halt die bescheiden ist Expertise habe. Übertrieben. Also du, wenn du ein Schloss ansiehst, wirst du noch fest dazu, oder wie? Also matrixaktive Schlösser kriege ich auch auf. Aber konventionelle mechanische Schlösser, nicht so. Ja, wir sind dann einfach Stranger Tech und ich sind dann einfach die Lieferanten. Da besorgen wir uns noch irgendwie Blaumänner oder Uniformen. Ja, ah, stimmt. Also so 3 Uniformen und einen Lieferwagen bräuchten wir noch, die so ein Firmenlogo haben. Mhm. Das könnten wir uns heute alles noch besorgen. Also wir brauchen einen Lieferwagen, da kommt ein Logo drauf, was man vielleicht dann so mit so Kleber, also du weißt, also kann man so Folien auch drauflegen, dass das praktisch... Ja, so ein Magnetteil-Ding so, oder... Irgendwie sowas halt zum draufkleben, wo man dann auch wieder leicht entfernen kann, weil ich glaube, den Lieferwagen, den werden wir bloß... Ja, so mit Magnetfolie. Ja, genau. Ja. Und dann 3 Uniformen brauchen wir noch, wo auch dieses Logo drauf ist, oder so ein Logo, was wir uns überlegen. Also Einkaufsplanung ist Lieferwagen leihen, 3 Uniformen und Nutrisoy und Chemikalien. Ja, und halt dann gucken, ob wir irgendwo eine Firma finden, die halt da schnell noch ein... oder soll man das selber machen? Die halt das Logo da drauf packt. Ich meine, es gibt doch bestimmt irgendwas, wo man einfach so selber designen kann, irgendwie auf so ein besonderes Material drucken, draufkleben mit dem Bügeleisen drüber, dann ist drauf oder sowas. Ja, das wird irgendwo in einen Copyshop gehen, meinst du dann? Ja. Und das halt dann ausdrucken lassen, ja. Richtig. Weil ich meine, es muss ja nicht zu lange haltbar sein, es muss ja bloß für diesen einen Einsatz passen. Genau. Yep. Jo. Okay, dann vorneweg einmal, wer von euch müsste für das Design eures Unternehmens würfeln? Da ich quasi den ganzen Internetauftritt, also den ganzen Matrix-Auftritt und alles gemacht habe, würde ich sagen, mache ich das. Das ist auch mehr ein scherzhafter Wurf dafür, wie künstlerisch das Ganze ist. Also das Logo selbst ist erstmal nur ein künstlerischer Wurf, wie gut sieht das Logo aus. Alles andere kommt danach. Ich verschaffe mir gerade ein bisschen Zeit. Was wäre das? Das wäre... Forgery? Nee, das wäre Artisan. Plus Intuition. Für die reine Künstlerigkeit. Da oh, bin ich ganz scheiße. Kann man das zu liefern? Das habe ich nämlich nicht. Das musste ich nachschlagen. Also bei den Skills steht jetzt nicht, dass man die folgen kann, weil das geht ja über Intuition. Intuition habe ich 5, aber bei Artisan steht trotzdem bei mir 0. Also ich glaube nicht, dass man das dann machen kann. Das kannst du nicht defaulten. Nee. Naja, wenn man eigentlich für einen simplen Job auf die Idee kommt, mal kurz eine spontane Firma zu gründen. Mit komplettem Background und Logo und Lieferwagen. Tja. Und so baut sich eine Lüge auf der anderen auf. Und dann haben wir einen Geschäftsmann, der die Gegenseite noch sponsern will. Es läuft doch alles. Bei der Gelegenheit ist Creed, erinnere mich nächstes Mal dran, dir den Witz erzählen von der Hochzeit von Bill Gates Tochter. Moi. Ja, aber ich glaube, ich verabschiede mich dann jetzt schon und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Mhm. Also, in-game mache ich meine Spiegelübungen weiter. Also, ja, viel Spaß. Theoretisch also lässt sich Handwerk nicht improvisieren, allerdings ist das wahrscheinlich eher für die komplizierteren Handwerkskünste. Fürs Design eines Firmenlogos erlaube ich dir das zu improvisieren, also Intuition minus 1 zu würfeln. Wird dann halt kein schönes Firmenlogo. Ja, muss nicht schön sein. Einfach ein paar Striche, ein paar Kreise, ein paar Vierecke. Vielleicht meldet sich dann ja ihr Schatzi bei uns und versucht, den Auftrag abzustauben.
wenn die sehen, dass unser Logo kacke aussieht. Könntest du ja mal so fallen lassen, dass ihr noch einen Designer für ein neues Logo sucht. Vielleicht ist es dann ein bisschen gewillter, darauf einzugehen. Ja, das genau, schauen das wir. mit der künstlerischen Ader, das üben wir nochmal. Aber dafür läuft's Geschäft rund. Ja, Stranger, dann lass mal die Würfel fliegen, wie gut das aussieht. Ja, was würfel ich denn dann? Intuition minus 1. Du kannst auch einfach theoretisch auf Standard Roll without Wounds klicken und dann den entsprechenden Whirlpool reintippen. Ja gut, ich habe gerade keine Verwundung. Ein Erfolg. Tja, dann gib uns doch mal ein Erfolg Firmenlogo. Für Tom Tucker Nutrisoy, ich habe den Rest schon wieder vergessen. Ja, eine gute Idee, aber es ist dein Logo. Na? Aua. Aua, aua. Hübsch. Traumhaft. Ja, gut, dann. Mal kleine Frage, gibt's, das schaut mir aus wie ein halber Erfolg. Minuserfolge. Minuserfolge. Also ist es das nur mit Material-Methoden gezeichnet, die besser sind als Maus und Roll20? Bist du das? Ich habe überhaupt, dass ich eine künstlerische Ader habe und das sollte so ein bisschen eine Anspielung an das Yummy-Smiley sein. Das Yum-Emoji, das wollte ich eigentlich zeichnen. Okay. Ein bisschen eine Variante davon. Das schaut mir aus wie ein Troll, der so einen ganz harten Fall vom vorstehenden Zahn hat. Ja gut. Ja gut, okay. Ja, du hast wahrscheinlich einfach so ein Foto von Take genommen, wie er sich die Lippen leckt und das dann so, so leicht Comic artig drüber gelegt, ja. Drüber gezeichnet. Genau, also ein bisschen so ein Katzenfilter. Es sieht nicht gut aus, aber es ist funktionabel. Ja. Gut. Overalls, die ich jetzt einfach mal als Basis für Uniform nehme, kosten 50 Yen. Ich würde euch da einfach nochmal 10 Yen draufsetzen fürs Logo einarbeiten. Für insgesamt 60 Yen pro Overall. Das könnt ihr euch in jedem, da findet ihr Läden, die euch das verkaufen, ohne große Probleme. Es sei denn, ihr wollt sicherstellen, dass es da kein Papierkram mitgibt und ihr das irgendwie auf dem Schwarzmarkt suchen wollt. Na, für sowas hat man gefälschte Sins. Gut, das ist das. Das war der einfache Teil. Lieferwagen zu mieten und mit der Möglichkeit, da eben sowas drauf zu entsprechend so anzupassen, könnte ein bisschen schwieriger sein. Muss ich mir jetzt mal kurz ein paar Gedanken machen. Man kann ja einfach einen Lieferwagen ausleihen, dem Herrn, vor dem es leid, nicht mitteilen, da man sowas drauf klebt und dann einfach wieder, nachdem der Job fertig ist, runter damit und sauber machen. Ja. Wenn es ein anständiges Zeug ist, wo man draufklebt, haben wir dann nicht einmal Spuren. Genau, da kann man einfach so Sticker oder Magnetfolie benutzen, wenn man fancy sein will. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, wie da Preiskategorien für diese Sticker und Zeit für diese Sticker aussehen könnten. Deswegen. Das kann man doch bestimmt draufdrucken. Auf so ein Material. Größe DIN A3 vielleicht. Man schmeißt es durch einen Drucker durch, druckt es drauf, schneidet es aus, batsch, hinklatscht, fertig. Ich hätte trotzdem gerne, ganz, ganz gerne einmal von einem von euch eine Verhandeln-Probe. Verhandeln und Charisma. Um zu schauen, ob ihr da einen entsprechend passenden Laden findet. Einfach mal so. Also ich habe insgesamt einen Würfelpool von 6. Ich glaube, das ist den besten Negotiation. Und da das doch relativ wichtig ist, dass es hinhaut, würde ich tatsächlich sogar ein Edge drauf ausgeben für den. Spar dir das Edge an der Stelle mal. Da ist der Schwellenwert nicht so hoch hier an dieser Stelle. Okay. Ja, okay. Ah. Dann sparen wir es. Das könnte für das Finden des Fahrzeugs eventuell besser, wichtiger werden. Ja, 2 Erfolge.
Das ist genau, was du brauchtest. Also du findest einen Laden, bei dem ihr euch... Es ist so ein kleiner Underground, in Anführungszeichen Underground Tuning Shop, der euch die Möglichkeit bietet, so Folien zu drucken und zuzuschneiden. Für, sagen wir einfach mal 150 New Yen. Also 180 plus 150, dann Leihgebühr für die Karre. Das ist jetzt der Punkt, an dem ich mir nochmal mehr Gedanken machen muss. Und ja, da gebt mir dann doch eben auch nochmal eine Probe auf Verhandeln und Charisma, um zu schauen, wie gut die Karre ist, die ihr findet. Aber da benutze ich jetzt schon einen, weil das ist wirklich sehr wichtig. Das ist tatsächlich der wichtige Punkt. Schon. Jo, das sind 5 geschmeidige Erfolge. Ja, du findest einen... Das ist quasi ein Umzugsunternehmen, was du findest. Das es einem ermöglicht, sich statt... Das ist ein Umzugsunternehmen, das es erlaubt, dass ihr die Wägen von ihnen mietet und selber fährt, wenn ihr einen entsprechenden Führerschein vorlegt, den ihr aber alle haben solltet, glaube ich, wie auch immer. Das ist nicht das Problem. Und die Wagen dieses Unternehmens haben zwar prinzipiell ihr eigenes Logo drauf, aber dieses Logo ist hier nicht so groß und prägnant, dass man es nicht überkleben könnte. Ja, sehr gut. Als Preis würde ich einmal sagen... Da du so gut gewürfelt hast, 5% des Vollpreises pro Tag. Also 5% des Preises, den ihr normalerweise zum Kaufen des Wagens bräuchtet, pro gemieteter Tag. Und dann müsst ihr halt schauen, dann müsst ihr mal kurz schauen, was ein guter Lieferwagen wäre. Einen Moment. Ich glaube, das läuft ganz gut gerade. Ja, das wäre dann ein Äquivalent zu einem GMC Bulldog und würde euch beim Ausrechnen, das war die falsche App, die wollte ich nicht starten. Das ist, was ich wollte. Wie hoch ist denn der Preis für den Ding, wenn man es kaufen wird? Also ihr müsstet 1750, also zum kompletten Neukaufen eines GMC Bulldogs wären es 35.000. Mhm. Und er hat sogar keine Verfügbarkeit, das heißt, den kann man sich in jedem, quasi in jedem Laden kaufen. In jedem Autogeschäft, Autofachhandel. Man wäre vielleicht eine Investition für die Zukunft, wenn ihr das wirklich voll kaufen wollt. Ansonsten, wenn ihr nur mietet, wären es 1750 nur Yen pro Tag. Das erscheint mir sehr teuer, aber gut. Ich habe jetzt halt einfach einen Wert festgelegt. Ja, okay. Weil ich improvisieren musste. Da ist dann aber halt auch Versicherungen und alles mit drin und Sprit und was nicht. Ja gut, wir brauchen ja eh bloß so 2-3 Tage. Da geht es schon. Ja gut, dann Nutrisoy und Chemikalien. Dafür dürft ihr nochmal eine Probe, entsprechende Probe würfeln. Allerdings kann Dr. Stranger hier als Teamwork-Test mit seinem Chemiewissen mithelfen. Das würde sowieso Dr. Stranger machen lassen, weil der die am besten auskennt, würde ich sagen. Naja, ihr müsst halt zum einen mal wissen, was sind die Chemikalien, und dann müsst ihr finden, wo ihr sie kaufen könnt. Ja, eben. Und das. Ja, deswegen. Braucht einen Verhandeln, Charisma-Probe zum Finden, aber ich erlaube die Chemieprobe als Teamwork-Test. Also. Ja, okay. Um beim Finden dann der Ware zu helfen. Auf. Okay, danke. Also Stranger heraus. Bedenke, dass du maximal so viele Bonuswürfe erhalten kannst, wie du Ränge in der Fertigkeit hast. Negotiation? Allgemein. Der Fertigkeit, die du dann halt würfelst. Okay. Da wird tatsächlich... Okay. Kann ich das dazu nehmen? Und ich bin ganz ehrlich, weil das auch wieder wichtig ist, nehme ich wieder Edge. Naja. Wenn man es hat, dann hat man es. Genau, da geht's hin. Genau, da geht's dahin. Jo, 6 Erfolge. Gut, also. Du
Das Finden der Chemikalien ist kein Problem. Das gelingt euch. Jetzt muss ich mir noch irgendwas überlegen, was ich das, wie teuer ich das mache. Und irgendwie habe ich da gerade keine Ahnung. Ihr dürft da gerne mal Vorschläge machen. Sagen wir einfach mal so, keine Ahnung, 1500 glatt für alles. Oder ist das zu wenig? Also ihr braucht ja keine große Menge. Ihr braucht ja quasi nur eine Präsentationsmenge. Ja. Nutrisol selbst ist nicht so teuer. Der wichtige Teil wären die Bonuschemikalien für das für die molekulare Küche. So, schau mal eben auf die Preisliste für Drogen, um so einen Blick für Chemikalien zu haben. Also ich glaube, so eine Standarddroge ist irgendwie so 200 Nuyen pro Ding. Das kommt auf die Droge drauf an. Das, ja, das schwankt ist ja Standard, sehr weit. So gemittelt. Okay, das wären dann, ja, allerdings ist das ja nur eine Dosis. Ihr wollt ja ein bisschen mehr haben. Ich würde mal sagen, für eine Menge, die nicht auffällt, wenn ihr sie hinliefert, wären 2000 Nuyen fällig. Also für so eine Menge, die sinnvoll erscheinen würde, dass es geliefert wird. Na ja, gut. Das wird ein teurerer Einsatz als der letzte, aber naja, was wollen wir machen? Also ich glaube, wir sind jetzt bei diesem Einsatz bei Spesen irgendwie bei 6.000, 7.000 irgendwo. Naja. Chemikalien braucht ihr halt nur, wenn ihr wirklich hingehen wollt, vorführen wollt hier, das sind unsere Chemikalien, die wollen wir anliefern. Wenn ihr euch irgendwie heimlich reinschmuggelt, reinschleucht, irgendwann wir wollen sie halt reinliefern. Wir wollen die ja reinliefern. Ja, ist ja dafür die braucht ihr das dann halt. Wenn ihr euch, wie gesagt, irgendwie heimlich reinschleicht mitten in der Nacht, dann braucht ihr halt keine Chemikalien. Ja klar. Das ist halt jetzt eure Überlegung. Welchen Plan wollt ihr durchführen? Also ich wäre für den offizielle Lieferung dann, wenn Wachmänner da sind, dass die in ein Gespräch verwickelt werden, dass ich dann Dingknacke, den weißt du was? Wir nehmen tatsächlich nur einen vierten Overall mit Logo, fällt mir gerade auf. Weil wir nehmen Mongo einfach mit. Der ist jetzt Double Duty. Ne, das quasi, oder da, warum sollte der nicht, warum sollte der Chef nicht persönlich sein Sondering überwachen? Stimmt. Also Momonga braucht keine große Ausrede, um da zu sein. Momonga ist einfach nur der Chef, der sicherstellt, dass sein Shit alles ordnungsgemäß angeliefert wird. Genau. Und der konnte sich dann mit den Wachmännern ein bisschen unterhalten, ja, der ablenken. Der lässt dann ein bisschen den Unternehmer raushängen und dann passt das schon. Genau, und wir machen dabei unser Ding. Genau. Und wenn es halt 2000 jetzt kostet, dann kostet es 2000. Und vor allem kannst du dann ein bisschen damit ein bisschen beschäftigen, wie diese verschiedenen Chemikalien miteinander reagieren. Ja, dann kannst du schon mal rausfinden, wie du die am besten puncht. Und ja, damit das offensichtlich so ist. Wäre, wie ich da der guten Frau Neubauer ihre Süppchen ein bisschen versalzen kann. Und dann bist du so, dass es halt nicht auffällt, dass irgendwie Farbe verändert oder so ein Spaß. Ja. Oh, klare Flüssigkeiten ist so ein Klassiker in der Chemie. Da kann man nämlich wunderbar mal irgendwas reinrühren oder ein paar Etiketten austanzen. Ja, dann schmeckt Erdbeere auf einmal nach gefaulten Eiern oder so. Ach, Pfeffer reicht ja schon. Oder so. Okay, fällt euch noch was ein, was wir auf jeden Fall brauchen? Spontan glaube ich nicht. Ja gut, der Rest hängt ja praktisch dann am Momonga, dass er sie mit der Schulleiterin stellvertretenden unterhält. Einmal mit unserer Kontrahentin. Und sonst fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts mehr ein. Also ich glaube, das ist so die beste Planung, die wir raushauen können. Ja gut. Blick auf die Uhr und mein aktuell etwas leeres Gehirn, würde ich an der Stelle auch die Folge etwas verfrüht beenden, wird halt eine kürzere Folge, aber ihr könnt euch dann bis zum nächsten Mal noch ein bisschen was überlegen. Jo, machen wir. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Gut, bis dahin. Ciao, Chamas.